Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du einschaltest. Wir schnacken nicht lange rum. Das wird heute ein ganz kurzes und schnelles Update-Video, damit du einfach up-to-date bist. Falls du neu auf meinem Kanal bist, jeden Tag gibt es ein Update-Video von Montag bis Sonntag, damit du immer informiert bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Chart-Analyse. Let's go! So Leute, also wir starten direkt rein. Kurzes und knackiges Video, wird wahrscheinlich nur 10 Minuten heute gehen. Also schauen wir uns den Preis einfach mal an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wie ihr ganz gut sehen könnt, haben jetzt hier so eine kleine Korrekturphase gesehen. Wie ich euch das ja auch schon vor 2-3 Tagen gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass wir hier nochmal eine kleine Korrektur nach unten sehen und möglicherweise im Worst Case so ein schlechtes und nicht gut aussehendes Double Top hier formen könnten, das uns zumindest hier nochmal runterbringt. Aber jetzt muss man eins sagen, der 200er Week Moving Average, wenn wir uns das nämlich hier anschauen, das ist diese rote Linie hier, so, seht ihr nämlich hier nochmal ganz gut, ja, die kommt hier rein, diese rote Linie, die ist im Moment, Stand jetzt, zumindest nochmal Support, aber wir haben Dienstag, ja, die Woche, die dauert ja noch bis Sonntag, wer hätte es gedacht, und da dauerte das Ganze noch ein bisschen an. Das heißt, es wäre natürlich gut, wenn der 200er Week Moving Average hier über diese 2865 Dollar hier, dass da der Bitcoin drüber schließen würde und da sein Weekly Close drüber hat, weil das wäre dann nochmal ein Zeichen dafür, dass wir hier drüber brechen. Wir sehen das Ganze wieder als Support und können dann möglicherweise hier nochmal Richtung 25.000 US-Dollar durchaus hochgehen. Aber auf dem 4-Stunden-Chart seht ihr jetzt das jetzt auch nochmal ganz schön. Ja, wir kämpfen jetzt genau hier mit diesem 200 Week Moving Average. Da war ja hier Widerstand, er war hier Widerstand, hier nochmal Widerstand, dann war er hier Support. Also da kommt es jetzt drauf an. Sollte das Ganze hier nicht halten und sollten wir hier nochmal nach unten fallen und das hier antesten, unseren 100er und unseren 200er EMA, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal sogar sehr groß, dass wir hier runterfallen Richtung 21.710 US-Dollar. Das sind hier unsere zwei Hochs gewesen. Einmal hier und das Ganze war dann nochmal Support. Hier war das Ganze ein schönes Fakeout, sind dann nochmal sehr stark nach unten abverkauft worden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann durchaus nochmal da, dass wir hier möglicherweise einen Drop sehen, nochmal von knappen 5%, genau um diese Candle hier nochmal abzuholen. Ja, das wäre bei ca. 21.500 US-Dollar. Das ist durchaus möglich. Ihr seht es dann auch hier, Moving Average, den können wir da jetzt ausmachen, den brauchen wir da jetzt erstmal nicht. Ja, das bedeutet, auf dem 1-Stunden-Chart für den heutigen Tag wird es heute auch wieder sehr spannend, weil ihr seht jetzt auch, ja, wir hatten ja hier uns gestern das ganze Ding hier eingezeichnet. Ich mit den Gold-Membern, ja, haben wir dann uns hier das angeschaut mit den jeweiligen Hochs und wir haben einfach festgestellt, hey, wir schaffen es nicht hier wieder nachhaltig über die wichtigen EMAs drüber zu kommen. 100er EMA, 1-Stunden-Chart war Schluss. 100er EMA gestern Abend, wann war das, um 2 Uhr in der Nacht und um 1 Uhr in der Nacht wieder angetestet, war Schluss. Das heißt, diese ganzen Bewegungen kann man wunderbar als ganz normalen Daytrade immer wieder mitnehmen. Ja? Nehmt einfach die wichtigen Support und Widerstände. Das ist wirklich jetzt hier in so einer Marktphase überhaupt kein Hexenwerk. Immer wenn man hochgeht auf die wichtigen EMA Ribbons, kann man hier gute Profite machen. Schreibt es auch gerne mal unten rein, wenn ihr jetzt hier wirklich immer nach schönen Widerständen und nach Support-Limits sucht, weil man kann zwar jetzt hier immer wieder einzeichnen, dass man einen Falling Wedge hat, einen Rising Wedge oder was auch immer. Ja, man kann jetzt hier auch nochmal so einen Downtrend hier einzeichnen, irgendwie sowas und dann möglicherweise dann auch noch hier sowas. Ja, dann hat man hier so ein Falling Wedge, was ja eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wieder hier nach oben hin auszubrechen. Das technische Preisziel wäre der Start des Rising Wedges hier. Falling Wedges, sorry. Ja, das kann man natürlich dann auch nehmen. Ja, man sieht hier einmal Touchpoint, nochmal, hier unten nochmal, hier auch nochmal. Aber ihr wisst halt auch, die Performance von diesen Chart-Pattern lässt zurzeit zu wünschen übrig. Deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig und gehe lieber nach wichtigen Support- und Widerstandsleveln, ja, und schaue mir das einfach dann dort dann ganz genau im Detail an, auch auf dem 15-Minuten-Chart, falls ich dann hier meine Trades für den Tag dann vorbereite und dann auch eröffne. Ja, also da solltet ihr einfach drauf schauen, wenn wir dann hier
diesen Downtrend alter trotzdem nach oben hin dann durchbrechen. Somit würden wir auch wieder über unseren 50er Daily EMA kommen. Dann muss man halt auch dazu sagen, dann ist das erstmal wieder ein bullisches Zeichen, was uns durchaus dann hier Richtung 24.000 Dollar nach oben bringen könnte. Aber alle Augen auf den Nasdaq. Jetzt die Pre-Session ist schon hier leicht im Minus mit minus 0,6%. Und ihr seht auch hier nochmal ganz schön, ja, das war dann gestern diese Bewegung. Die hat auch Bitcoin mitgemacht und wurde dann hier sehr stark nach unten wieder abverkauft. Jetzt gehen wir hier wieder in eine Seitwärtsphase. Aber, und zwar ist es jetzt sehr spannend, was nämlich beim Nasdaq passiert. Da machen wir mal hier die Back-to-Candles kurz aus. Ja, und ist nämlich sehr spannend, was hier jetzt passiert, nämlich wir halten uns die ganze Zeit hier wunderbar auf einem Level. Das bedeutet, solange wir jetzt hier nicht den 50er nach unten durchbrechen, auf dem 1-Stunden-Chart, ja, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier weiterhin auf dem Level bleiben und wir heute wieder einen nächsten Angriff nach oben starten. Das ist durchaus denkbar. Ja. Und wenn man sich das nämlich hier dann mal anguckt, auf dem 4-Stunden-Chart, dann seht ihr, dass wir hier einmal sehr, sehr stark rejected worden sind. Das war nämlich genau dann hier unser 800er EMA. Und dieser 800er EMA, der war immer sehr, sehr signifikant, auch in der Vergangenheit. Ja, wenn man sich das nämlich hier mal anschaut, hier guckt mal, einmal hier angetestet, es war Support, einmal hier angetestet, es war Support, einmal hier angetestet, es war Support. Und jetzt ist das Ganze halt zu Widerstand geworden. Und da muss man jetzt aufpassen, wenn wir jetzt hier wirklich nochmal weiter nach unten fallen, wird es den Kryptomarkt auch mitziehen. Sollten wir aber hier nachhaltig hier drüber kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr, sehr groß, dass wir diesen Downtrend, den ihr hier seht, ja, also diese weiße Linie auch nach oben hin durchbrechen und dann ist dieser Downtrend offiziell durchbrochen und vorbei. Also auch hier sehr, sehr spannende Phase. Den Nasdaq solltet ihr im 4-Stunden-Chart und auf dem Daily-Chart jetzt immer jeden Tag anschauen und wirklich ganz genau aufpassen, was denn dann auch hier passiert. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding. Wenn wir über die 13.400 Dollar hier drüber kommen, dann ist der nächste Halt circa wieder bei 14.000 Punkte. Also auch da sehr spannende Phase. Dann, was erwarte ich jetzt hier heute für den Bitcoin? Ich erwarte für den Bitcoin, dass wir möglicherweise jetzt im Laufe der Woche hier nochmal ein Stück nach unten gehen. Kommt drauf an, wenn wir hier dann Support finden, gehe ich davon aus, dass wir das hier oben nochmal antesten werden. Sollten wir hier keinen Support finden, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal, wie gesagt, sehr hoch, dass wir hier unten diese Candles hier abholen und somit dann hier einen kleineren Bounce wieder erwarten können und dann hier wieder nach oben steigen. Das ist so das Szenario. Darauf warte ich, um hier wieder eine Long-Position reinzunehmen. Dann gehen wir rein Richtung Ethereum, schauen uns das Ganze nochmal bei Ethereum an und bei Ethereum sind wir auch nach unten gefallen. Wir hatten uns ja hier oben unsere Widerstandszone eingezeichnet und auch auf dem 4-Stunden-Chart habe ich euch ja ganz genau gesagt, Leute, wir testen im Moment diese Tiefs hier an. Solange wir diese Tiefs nach oben nicht durchbrechen und zumindest in diese Konsolidierungsphase hier reingehen und wieder in diese größere Konsolidierungsbox hier reinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal da, dass wir hier die wichtigen EMAs antesten. Genau das haben wir jetzt gemacht. Genau das ist jetzt auch passiert. Wir sind jetzt hier nach unten gefallen. Das war jetzt hier ein knapper Drop von knappen 10%. Und wir haben aber noch nicht den 100er EMA angetestet. Beim 100er EMA kann man hier nochmal so einen kleinen Bounce erwarten. Durchaus möglich. Warum ist das der Fall? Ganz einfach, ja, weil auch hier in der Vergangenheit der 100er EMA immer wieder starke Resistance und auch Support war. Ihr seht es einmal hier. Ihr seht das Ganze hier. Ja, dann sind wir hier durchgebrochen. Dann war das Ganze hier an dieser Stelle nochmal auf dem 1-Stunden-Chart auch nochmal kurzzeitig Support. Da kam dann der größere Abverkauf dann nochmal rein, aber dann war wieder hier beim 200er EMA spätestens Feierabend. Also diese Zone zwischen 1545 und 1461 Dollar würde ich definitiv für euch einfach mal im Auge behalten. Des Weiteren, was wird hier wichtig? Es kommen sehr viele und wichtige Wirtschaftsdaten rein, vor allem am Donnerstag und am Freitag solltet ihr da definitiv einfach mal aufpassen. Ja, es kommen hier zum Beispiel die ersten Zahlen zur Anzahl offener Stellen in den USA am Dienstag. Dann kommt nochmal der Einkaufsmanager-Index, ja, im Bereich Dienstleistungen und zur Wochenmitte. Und dann ganz wichtig, Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe in den USA am Donnerstag. Das ist ein ganz wichtiger Termin. Und dann nochmal große Arbeitsmarktberichte zum Wochenschluss, also am Freitag. Das heißt, Donnerstag und Freitag wird sehr, sehr wichtig für unseren Bitcoin-Preis, weil je nachdem, wie die traditionellen Märkte einfach performen, ist es einfach so, dass dann hier
auch der Kryptomarkt beeinflusst wird. Noch ein kleines Thema am Rande: Wer hier bei Famex ist, sollte sich das Ganze hier mal bei Earn angucken. Und zwar gibt es bei Famex jetzt einen Launchpool. Schaut euch das Ganze mal an, sehr, sehr coole Sache. Ja, je nachdem, wie viel ihr USDT oder US-Dollar in eurer Wallet habt, bekommt ihr hier dann auch noch Allocations. Ihr könnt hier auch noch dann staken, mit sehr großen API hier von knappen 500%. Also schaut euch das Ganze mal an, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wer hier schon länger bei Famex ist, wird sich hier bestimmt auch gerne zurechtfinden. Wie gesagt, schaut es euch gerne an. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut auch nochmal gerne bei bitbull-trading.com vorbei. Da gibt es ja hier mein Coaching und kommt auch gerne mal hier in das Bronze-Paket. Es lohnt sich wirklich. Schaut euch das Ganze an. Es gibt Marktupdate, es gibt neue Trades und so weiter und so fort. Vieles, vieles für euren täglichen Bedarf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Pass auf dich auf, dein Basti, und wie immer, ciao, ciao.